Wenn du bist wie ich, dann bist du jetzt wahrscheinlich ein bisschen wütend und hast Bauchweh wegen des Rechtschreibfehlers im Titel. Genau so wie jeder andere auch, hast du ein Bedürfnis nach Recht, nach Ordnung und damit eben auch nach Rechtschreibung. Und du kriegst Bauchweh und wirst vielleicht sogar ein bisschen wütend, wenn du einen Fehler im System siehst, genauso wie der Fehler im Titel. Doch wirft das nicht auch die Frage auf, ob ein Mensch, der nicht den 0815-Weg geht, der nicht brav still sitzt, die Klappe hält und sich nicht zufrieden gibt mit dem, was man ihm hinwirft, ja, mit dem Durchschnitt, wirft das nicht die Frage auf, ob genau dieser Mensch nicht eigentlich auch ein Fehler im System ist? Reinpassen und funktionieren ist die Devise. Und das hat einen sehr guten Grund auch, denn wenn jeder da draußen einfach machen würde, was er will, dann wäre alles willkürlich und es gäbe keine Ordnung, oder? Ist das also der Sinn unseres Lebens? Reinpassen, die Ordnung wahren und bloß nicht aus der Reihe tanzen? Die Frage nach dem Sinn des Lebens selbst ist so alt wie der Mensch selbst. Und wir suchen danach in der Kunst, in der Philosophie und auch in der Wissenschaft. Doch was ist eigentlich, wenn keiner von uns aus einem ganz bestimmten Grund geboren wurde? Keiner ein Schicksal hat und wenn jeder einfach nur irgendwann stirbt und für immer weg ist? Obwohl das düster klingt, könnte das vielleicht sogar besser sein, als du jetzt im ersten Moment vielleicht glaubst. Schau mal, ich bin kein berühmter Philosoph, der dir die wichtigsten Fragen des Lebens und über das Universum beantworten kann. Aber Albert Camus war es und er war ziemlich gut da drin. Der französische Philosoph, er hat nämlich den Absurdismus geprägt, also die Philosophie, die den Konflikt zwischen der menschlichen Suche nach der Bedeutung und der grundlegenden Willkür und Sinnlosigkeit aller Ereignisse im Universum beschreibt. Bestimmt kennst du die Geschichte von Sisyphos, der auf ewig einen Felsblock, einen Berg hinaufwälzen muss. Nur, um ihm fast am Gipfel angekommen, dann dabei wieder zuzusehen, wie er ins Tal rollt. Was für eine Qual, oder? Ich meine, wir sind alle gefangen in unserem Streben nach Erfolg, ja, gutem Aussehen oder auch vielleicht nach Anerkennung und nach Reichtum. Und wenn du zum Beispiel gut aussehen willst, dann zählst du Kalorien, du machst Sport, du gehst Kleidung kaufen, du liest dich darüber ein, du gibst dir jeden Tag aufs Neue viel Mühe, löst Probleme und Herausforderungen. Und wenn du zum Beispiel reich sein willst, dann arbeitest du jeden Tag härter als alle anderen, du bist der Erste im Büro und der Letzte und du besuchst Seminare und lernst Leute kennen und machst Meetings und alles das. Doch was ist das? Am Ende ist es ja irgendwie der Kampf, weißt du, es ist die Arbeit, es ist deinen Zielen näher zu kommen, also den Welt, den Felsen, den Berg hochzuwälzen. Und sobald du deine Ziele in Aussicht hast, kurz vor dem Gipfel, da siehst du dahinter den größeren Gipfel, der in der Ferne bereits auf dich wartet und du beginnst auf ein neues, deinen Felsen vom Fuße an zum Gipfel hinaufzuwälzen. Und Camus sagt, genau darin liegt unser Frieden. In dem Moment, in dem wir die Absurdität erkennen, sagt er, wird sie zu unserer Leidenschaft und wir lernen, sie zu lieben, während wir weiterhin aufbrechen auf unserer Suche nach mehr, nach Sinn, nach einem Grund. Das heißt für mich, dass wir uns nicht durch das Nachdenken einschränken dürfen, sondern dass wir uns vielmehr durch das Fallenlassen befreien können. Das bedeutet, dass wir präsent sind, ja, präsent zu sein, so wie Eckhart Tolle sagt, in der Gegenwart zu leben, bewusst zu leben. Und das bedeutet, nicht darüber nachzudenken, was jemand anderes denkt oder was wir gestern falsch gemacht haben oder dass morgen eine Rechnung auf uns wartet. Versteht mich richtig, Pflichten nachzukommen ist wichtig. Aber präsent zu sein bedeutet, den Moment zu leben und das zu schätzen, was wir jetzt gerade haben. Denn unser Glück und vielleicht unser Lebenssinn liegt so nahe bei uns, dass wir blind dafür sind. Es sind die Dinge, die wir lieben, die uns die Zeit vergessen lassen, die uns beflügeln. Es sind Freunde, es sind Familie und es sind die Aufgaben, die wir meistern, jeden Tag aufs Neue. Denn den Sinn, die Vision, die Richtung, das geben wir uns selbst. Doch eine große Vision bringt auch dann nichts, wenn wir nicht im Jetzt leben. Elon Musk zum Beispiel ist nicht Elon Musk, weil er sich große Ziele gesteckt hat. Er ist Elon Musk, weil er verstanden hat, was er gerne macht.
jeden Tag aufs Neue ganz bestimmte Herausforderungen meistern. Und Herausforderungen, das sind am Ende nichts anderes als Probleme. Er hat verstanden, noch nie hatte ein Mensch einen Tag ohne ein Problem. Also hat er sich seine Probleme einfach selbst ausgesucht und sich lachend hineingestürzt. Er hat sich gefragt, was ist, wenn ich diese Probleme 10, 20 oder 30 Jahre lang jeden Tag löse? Und seine ganz eigene Antwort waren Raumschiffe, selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz. War das verrückt? War das größenwahnsinnig? Ja, keine Frage. Aber war es falsch? Nein. Als er sich diese Ziele nämlich damals steckte, wusste er genauso wie du weißt und genauso wie auch damals schon Gandhi wusste. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich und dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Deswegen stell dir nicht die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Stell dir die Frage, was sind die kleinstmöglichen Herausforderungen, bei denen du Spaß hast, sie zu lösen. Und wenn du diese winzig kleinen Herausforderungen jeden Tag aufs Neue meisterst, wo wirst du dann sein in 10 Jahren von heute? Wo wirst du sein in 20 oder in 30 Jahren von heute? Keiner kann ein Raumschiff an einem Tag bauen. Aber jeder kann jeden Tag eine kleine Herausforderung meistern. Für den einen bedeutet das, komplexe technische Fragen zu lösen. Für den anderen bedeutet das vielleicht, im Marketing genial zu werden. Und für wiederum andere ist es vielleicht etwas ganz anderes. Und egal was es ist, was du gut kannst, was deine Stärken sind, du hast damit die einzigartige Chance bekommen, deinem Leben deinen ganz eigenen Sinn zu geben, indem du dir deine kleinstmöglichen Herausforderungen, die du jeden Tag aufs Neue meistern willst, aussuchst. Wir leben in neuen Zeiten, in wilden Zeiten. Heute ist alles anders als gestern. Und es ist 5:05 für jeden von uns. Morgen wird gestern schon heute sein. Heute wird gestern sein. Und die Zeit wird vergehen. Die nächsten 30 Jahre werden unaufhaltbar sein. Und wenn du machst, was du liebst, lebst, wenn du lachst, wenn du lernst, deine Leidenschaft im Wälzen deines Felsens zu finden, dann hast du den Sinn deines Lebens in deiner eigenen Hand. Einfach, oder? Die Menschheit braucht nämlich keinen 0815 Menschen mehr, keinen, der still sitzt und macht, was er soll. Wir brauchen keinen Mustermann, wir brauchen Rebellen, wir brauchen Revolutionäre, Querdenker, Außenseiter, Leute, die Probleme machen und aus der Reihe tanzen. Glaub mir, du bist gut, wie du bist, mit all deinen Macken, mit deinen Fehlern, mit deinen Ängsten. Und deine Schwächen können deine Stärken sein, wenn du sie stolz auf der Brust trägst. Ein Mensch, der seinen Sinn fand und die Welt verändert hat, sagte einmal: Du kannst sie zitieren, du kannst ihnen widersprechen, du kannst sie verherrlichen oder verteufeln. Nur eines kannst du nicht tun: sie ignorieren. Denn sie verändern Dinge. Sie bringen die Menschheit nach vorn. Diejenigen, die verrückt genug sind, zu denken, sie könnten die Welt verändern, tun es auch.